sondern sie betont, dass in der Bibel eben die Betonung ist, dass Gott die Welt geschaffen hat. Und die Frage, ob man wirklich, wie man die 6 Tage ansehen soll, wirklich die 6000 Jahre angeht, das ist nicht das, was vom christlichen Glauben her verbindlich wäre, auch wenn es Christen gegeben hat, auch heute gibt, die das glauben. Die dritte Frage war, worauf ist das Buch von Dawkins die Reaktion? Nun, eine Zeit sagt man, das ist ziemlich sicher eine Reaktion auf den 11. September 2001, ist auch ganz stark auf die USA gezielt. Also, wenn Dawkins sagt, er will die Atheisten ermutigen, ihren Atheismus öffentlich zu bekennen, dann muss man sagen, dazu braucht es in England, Deutschland keinerlei Ermutigung. Also, ich glaube, das ist nicht hier eine Nachteile, der ist ein Atheist. In den USA, also islamische Länder nicht sowieso, in den USA mag das teilweise anders sein. Und das ist für die USA geschrieben, das sieht man auch daran, dass seine Beispiele, wie er das Christentum darstellt, das sind meistens, würde ich mal behaupten, mehr oder weniger obskure Gruppen aus den USA, die er da schildert. Und das haben manche Kritiker auch in der Fernsehdiskussion mit Bischof Huber ihm vorgeworfen, dass wenn er sich ernsthaft mit dem christlichen Glauben auseinandersetzen sollte, dann sollte er doch christliche Denken des Abendlandes nehmen, mit dem er sich auseinandersetzt in den Argumenten und nicht einmal die bezahlten Gruppen aus den USA, und da mag es ja noch nicht bezahlte geben, zu nehmen und sagt, das war alles ganz furchtbar. Das ist auch, also ich gehe erstmal davon aus, dass alles, was er schreibt, stimmt, dann muss ich wirklich sagen, das ist manchmal etwas sehr exzentrisch. Oder dass er, wenn er über die Gründungsväter der USA in der Verfassung spricht, über den Jefferson nimmt, dass er auch viele Beispiele aus den USA hat, weil eben seine Zielsetzung ist eigentlich die USA. Die andere Frage, was Leute vermuten, wie der Alistair McCarthy auf der Spiegel zitiert, einer, der ein Buch geschrieben hat, so 2 Bücher über Dawkins. Das erste Buch hat Dawkins übrigens für gut gefunden, hat die Gedanken von Dawkins dargestellt, Dawkins hat er nicht richtig wiedergegeben. Das zweite Buch, da weiß ich, was da Dawkins so sagen wird, das hat er nämlich genannt, Dawkins war, also die Dawkins-Delusion. Alistair McCarthy ist eigentlich Molekularbiologe, glaube ich, und hat aber später, nachdem er dort in Wissenschaft gearbeitet hat und promoviert hat, umgewechselt und ist ein Theologe geworden. Und Alistair McGrath vermutet, aus den Gesprächen, wo er mit Dawkins hat, dass eines der Probleme auch darin besteht, dass man doch in den 60er und 70er Jahren eigentlich sehr stark davon ausgeht, dass die Religion oder der Glaube generell am Absterben ist. Und dass man auf einmal, vor allem in den 90er Jahren, zwar vor dem 11. September, auf einmal erleben konnte, auch in der westlichen Welt, dass immer mehr Menschen gab, natürlich auch nach dem Zusammenbruch Osteuropas, die sich die Frage gestellt haben, ist diese Welt wirklich alles? Das war eine ziemlich starke Fragestellung in den Ländern der früheren Sowjetunion, denn der Materialismus und Atheismus gepredigt wurde, dass ihnen, nachdem auf einmal die Grenzen gefallen waren, noch die Frage ist, kann man wirklich sagen, das ist die Erklärung, das ist die alle Erklärung. Das sind einige Vermutungen, die schriftlich geäußert worden sind, über den Zusammenhang, warum das Buch gerade jetzt kommt und warum es mit einem solchen Widerspiegel gefunden hat, auch mit einer solchen Aggressivität kommt. Viertens die Frage, mit dem Neuen Testament, wenn es stimmt, was behauptet wird, dass die Evangelien, die ja grundlegend sind im Neuen Testament, von Jüngern geschrieben worden sind, ist das dann, wird das nicht bedeuten, dass es gar nicht glaubwürdig ist, weil diese Jünger ja befangen waren. Zunächst einmal ist es so, ich hatte jetzt den gleichen Gang jetzt positiv gewendet und habe gesagt, das, was im Neuen Testament steht, ist von Augenzeugen geschrieben oder geht auf Augenzeugenberichte zurück. Und das ist natürlich an sich für Historiker außerordentlich positiv. Die andere Frage jetzt der Befangenheit zum extra zu klären, man wird einmal, also wenn man bei Lukas Evangelium oder bei der Apostelgeschichte sehen, was kann man alles überprüfen oder auch beim Johannes Evangelium archäologisch auch durch Ausgrabungen und Inschriften, was von dem, was da behauptet ist, lässt sich dadurch bestätigen und wenn sich dadurch einiges oder vieles bestätigen lässt, wird man auch hier sagen, wo man nicht noch zusätzliche Quellen und zusätzliche Informationen hat, auch positive ansehen. Es ist eher so, es gibt einen Bart Ehrmann, den zitiert auch Hitchens, zitiert den Dawkins, zitiert den, beide zitieren ja oft in ihrer Darstellung zum Christentum genau die gleichen Autoren und nehmen dieselben Beispiele. Und da wird der Theologe Bart Ehrmann zitiert. Und Bart Ehrmann, ein Amerikaner, der ein Experte ist für die Geschichte der frühen Christenheit, auch des ersten Jahrhunderts, der hat im Zusammenhang mit dem Da Vinci-Code geschrieben, dass die wichtigsten Quellen, jeder, der sich überhaupt mit Jesus, mit den ersten Jüngern beschäftigen muss, muss das Neue Testament lesen. Das ist eine sehr überraschende Aussage, weil nicht alle Theologen so denken, weil viele sagen, ja, warum haben wir nicht mehr von Tacitus oder Flavius Josephus? Da sagt Bart Ehrmann, selbst wenn wir mehr hätten von Tacitus,
Die Autoren des Neuen Testaments waren näher dran. Also Tacitus hat seine Sachen 110 etwa geschrieben oder kurz danach. Die Ereignisse um den Tod Jesu waren wahrscheinlich im Jahre 30. Und da ist selbst, wenn man die Spätdatierung annimmt, man fragt bei der Datierung der Evangelien, gibt es eine Mehrheitsmeinung und eine Minderheitsmeinung. Die Mehrheitsmeinung sagt, die Schriften sind entstanden 65, 95 nach Christi Geburt. Das sind also 30, 35 Jahre bis einige Jahrzehnte später. Also Markus Evangelium mit 60er, Matthäus und Lukas auch 70 und Johannes nach 90. Wer es auch eine Minderheit gibt, jetzt ist also Doktorarbeit erschienen in Konstanz von einem Althistoriker, die das auch wieder bekräftigen wollte, die sagen, die Evangelien sind zwischen 40 und 65 geschrieben. Das wäre dann noch weitaus mehr. Also Bart Ehrmann sagt, selbst wenn wir mehr von Tacitus hätten, Tacitus 110 ist für uns Markus viel interessanter, weil er 50 Jahre früher ist und weil er unmittelbaren Zugang zu Augenzeugen hat. Das andere ist natürlich eine extra Frage, die ich immer stellen muss, heißt Augenzeugenschaft auch Befangenheit? Dazu muss man jetzt, müssen wir die Texte selber lesen und sagen, wie stark ist da jetzt, welche Tendenzen sind da drin, welche Parteiungen werden dargestellt. Also das ist eine weitere Überprüfung. Aber zunächst mal ist das außerordentlich positiv, dass wir hier Originaltexte haben, die wenige Jahre, wenige Jahrzehnte später entstanden sind und die zurückgehen auf Augenzeugen berichten. Dazu dem Glauben, dass mein Glaubensverständnis das Dorf jetzt möglicherweise anders hat, aber ich glaube schon, dass für ihn die zentrale These war, ja, Glaube, also Wissenschaft und Glauben im Sinne an Gottglauben oder religiös Glauben sind unvereinbar. Ich glaube, das ist schon sein zentraler Punkt, wobei er das auch mit Blindheit, auch in der Debatte, mit Huber, bei Kerner, das ist das, was er vertritt. Ich glaube, das ist schon richtig wiedergegeben hat. Dann kam die letzte spannende Frage, wo wir dann schnell aufgehört haben, damit die halbe Stunde nicht unnötig überzogen wird, nämlich die Frage, wenn man davon ausgeht, dass das Universum sozusagen eine Schöpferintelligenz von außerhalb hat, dann ist die Frage, wer schuf den denn? Also welches Universum sitzt er und wer schuf den Schöpfer? Oder wie Dawkins ja auch fragt, wer gestaltete den Gestalter? Dazu kann man zunächst mal die eine Gegenfrage stellen, das heißt, wir gehen davon aus, dass alles gestaltet ist, alles geschaffen ist, dass nichts Ungeschaffenes gibt. Das ist schon eine ziemlich gewichtige Vorentscheidung, dass wir glauben, es gibt nichts Ungeschaffenes. Man könnte sagen, das Problem besteht darin, dass wir in einer Welt leben, wo es eben Raum und Zeit herrscht. Und wenn wir über den Anfang dieser Welt nachdenken und davon ausgehen würden, dass sie von außerhalb kommt, dann muss es ja außerhalb dieser Raum und Zeit Zeitkontinuum sein und es könnte sein, dass wir sozusagen das Ungeschaffene überhaupt nicht denken können. Man kann es aber auch anders sagen, beide Seiten, sozusagen die naturalistische Seite, die Dawkins jetzt vertritt und die theistische Seite, die Spätmann vertritt, reduziert am Schluss auf einen Endpunkt. Die Frage ist, auf welchen Endpunkt man es reduzieren will. Also Spätmann würde sagen, diese Welt ist geschaffen von einer schöpferischen Intelligenz. Ist die Schöpfung einer schöpferischen Intelligenz. Dawkins wird das verneinen und hat Probleme, die Frage zu beantworten, sozusagen, wo kommt denn der Staat her? Er spricht in seinem Buch immer von den kleinen Anfängen. Und auf die Frage, wo kommen die kleinen Anfänge, kommt jeder auf einen Schlusspunkt, der eine auf das Uratom oder auf den Urmaterial, auf irgendeinen Urpunkt und muss die Frage stellen, wo kommt das her? Dawkins versucht das teilweise mit den Multiversen, also die Universen zu lösen, wo ihm aber Polkinghorn und andere entgegenhalten, dafür ist das keine Spekulation, es gibt gar keine. Wenn er sagte, das wissen wir nicht. Also letztlich gar keinen Beleg dafür, dass er wirklich ohne Belege, ohne jeden Beleg diese Behauptung. Wahrscheinlich kann man das auch empirisch nie verifizieren oder falsifizieren. Und die anderen sagen, es ist viel logischer davon auszugehen, dass am Anfang dieser Welt, wie sie geschaffen worden ist, gerade auch wenn man sagt, es gibt Intelligenz vorhanden, dass das Produkt von Intelligenz ist. Das ist sozusagen die Frage, woher die Entwicklung gekommen ist. Der John Lennox, dieser Mathematiker, der mit Dawkins da diskutiert hat, was man auch im Internet sich anhören kann, diese Debatte, die ich eingangs zitierte, der hat in einem Buch, die Wissenschaft Gott begraben, am Schluss geschrieben, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ist diese Welt ein Produkt von blinder Materie oder ein Produkt von schöpferischer Intelligenz. Und es ist eigentlich erstaunlich, dass viele Menschen sagen, ihre Intelligenz bringe sie dazu zu sagen, diese Welt ist das Produkt von blinder Materie.